funktioniert bei dem ersten Regionalliga-Punktspiel seit 2 Jahren. Ich begrüße Sie recht herzlich, ebenso wie die beiden Trainer der heutigen Mannschaften, Danny König vom VfB Halberstadt und Jan Kistenmacher vom FSV 63 und Walde. Schauen wir mal, wie beide Trainer dieses Spiel einschätzen. Danny, du hast gerade schon gegenüber dem MDR dein Statement abgeben dürfen. Bitte auch nochmal für uns, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Luckenwalde und an Jan. Ja, 3 Punkte zum Auftakt, glaube ich, unterschreibt jeder, nimmt jeder gerne mit. Hätte ich auch gerne gemacht. Ich glaube, die erste Halbzeit geht an Luckenwalde, geht an die Heimmannschaft. Vor allen Dingen, wir müssen uns angreifen, dass wir mit individualtaktischen Fehlern im Stellungsspiel, in der Bewertung von Zweikämpfen ein paar Fehler zu viel gemacht haben. Damit auch den Gegner immer wieder eingeladen haben, Torschancen zu kreieren und auch Druckphasen aufzubauen. Und das haben wir auch angesprochen in der Halbzeit. Sicherlich mit laufender Spielzeit mussten wir auch ein Stück weit mehr öffnen. Das haben wir getan. Ich glaube, wir haben sehr mutig in der zweiten Halbzeit gespielt und hatten dann auch immens viele Spielanteile. Das muss man ganz einfach sagen. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Konter gefressen, wo Luckenwalde den Deckel drauf machen kann. Den musste dann auch mal überstehen. Aber die Räume, die für uns im Mittelfeld da waren, die auf den Außen da waren, wir haben den letzten Ball nicht hinbekommen oder wir haben zu überhastet abgeschlossen oder wir haben gar nicht abgeschlossen in der Situation, wo wir alleine auf dem Torhüter drauflaufen. Da müssen wir einfach besser killen. Ja, die Jungs müssen sich für ihren Aufwand belohnen. Was mir gut gefallen hat, 90 plus X, gearbeitet, gerannt, gelaufen. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Jetzt müssen sie einfach noch die Nervosität so ein bisschen abstreifen, weil es eine ganz junge Truppe. Und ein Erfolgserlebnis im nächsten Heimspiel am besten. Und ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber nochmal Glückwunsch an Luckenwalde. So ein Heimdreier zum Auftakt, bei dem es schlecht für uns. Danke, Danny. Ja, ich kann mir vorstellen, nach der Pokalniederlage von vor einer Woche war sicherlich Verunsicherung durchaus da. Aber die Jungs haben es mit Geschick und Kraft und Willen doch irgendwo gepackt. Wie siehst du das Spiel heute? Ja, ich denke, wir haben uns eine ganze Menge angehört, was unsere Physis betrifft. Das wurde teilweise auch kritisiert. Ich glaube, heute haben wir die Antwort dazu gegeben. Ich glaube, heute haben wir auf dem Platz 2 Mannschaften gesehen, die eine gute Physis gezeigt haben. Ja, das gleiche gilt für Germania ganz genauso. Deshalb ist das Spiel sehr lange offen gewesen. Ja, ich glaube, es ist, hört sich ein bisschen komisch an, wenn man das als Aufsteiger sagt, aber ich glaube, der Sieg geht schon in Ordnung, ist nicht ganz unverdient. Ich habe mich hier mindestens 2-mal erwischt, wie ich den Torschrei auf den Lippen hatte und das Ding war noch nicht drin. Insgesamt habe ich 400-prozentige gesehen, die eigentlich reingemacht werden müssen. Und auf der anderen Seite, das wollen wir nicht vergessen, weil wir feiern jetzt diesen Dreier und freuen uns sehr darüber. Auf der anderen Seite haben wir in der 65. Minute eine große Portion Glück gehabt. Da hat Mischa hier einen kurzen Ausfall gehabt. Und da seid ihr dran gewesen und das Ding muss normalerweise rein. Da können wir nur den Hut ziehen vor unserem Torwart mit 38 Jahren, was André Trumps da gezeigt hat, seine ganze Klasse aufblitzen lassen. Das hat er vorher auch schon getan. Wahnsinnige Strafraumbeherrschung, dass ich keine Sorge habe, wenn da Eckbälle gegen uns sind. Und da hat er eben seine Klasse auch noch aufblitzen lassen, hat das sauber zur Seite abgelenkt, sodass wir das dann entsprechend noch klären konnten und zum Glück da nicht den Ausgleichstreffer hinnehmen mussten, weil sonst wird es ganz, ganz schwer. Und mein Fazit ist dahingehend, dass wir an der Chancenverarbeitung natürlich noch weiter arbeiten müssen, aber auf der anderen Seite, wir wollen es nicht negativ reden, denn wir sind überhaupt in die Situation gekommen, diese Chancen überhaupt zu kreieren. Das ist schon echt cool, das macht mich auch stolz, was die Jungs da abgeliefert haben bei der Temperatur. Und ich glaube, an der Effizienz werden wir dann demnächst arbeiten, da werden wir dann auch noch besser werden, sodass ich glaube, dass das hoffentlich dann nicht der einzige Sieg hier ist. Und Danny, vielen Dank für die Glückwünsche und natürlich nehmen wir das sehr gerne mit zum Saisonauftakt. Das war auch das, was wir uns vorgenommen haben, als Aufsteiger den Schwung mitzunehmen, gegen Halberstadt heute 3 Punkte zu machen. Das ist uns geglückt. Leider nicht so, dass wir das 2. oder 3. Tor machen, dann haben wir Ruhe. So ist das Spiel wirklich bis zur Nachspielzeit offen. War ein spannender Kampf und mit dem glücklicheren Ende dann letztendlich auch für uns. Vielen Dank. Nein, danke, Jan. Ich denke, da ist nicht viel hinzuzufügen. Den Gästen wünschen wir eine gute Einfahrt. Ihr dürft ab jetzt anfangen zu gucken. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Bei uns soll es natürlich so weitergehen. Und ein schönes Wochenende. Das war aber nicht meine Bewertung, das eure Schritt nicht angeht, sondern nur meine Bewertung. Hey, hey, hey.